Herzlich willkommen zum Modul Biologie im Studiengang Applied Digital Life Sciences. Mein Name ist Roger Kuhn. Ich bin Biologe und begleite dich in diesem Semester durch das Programm. Gleich zu Beginn möchte ich die Frage der Anrede klären. Wir sind in diesem Modul per Du. Wir sprechen uns gegenseitig per Du an. Wenn du eine Frage hast im Chat zum Beispiel oder du die Frage über das Mikrofon von deinem Gerät stellen möchtest oder wir uns in der Mensa mal sehen beim Mittagessen, dann freue ich mich, wenn wir uns gegenseitig per Du ansprechen. Uns erwartet folgendes Programm. Wir werden zunächst einiges an organisatorischen Aspekten klären. Wie funktioniert der Online-Unterricht in diesem Semester genau? Das wollen wir zu Beginn uns anschauen. Du hast dann auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn etwas unklar bleiben sollte. Danach wollen wir einen Einstieg machen. Wir wollen zwei verschiedene Zelltypen kennenlernen und den Tree of Life. Das ist der große Überblick, wie die belebte Natur strukturiert ist, wie man sich das vorstellen kann. Zunächst aber einige organisatorische Dinge. Wie bereits erwähnt, wir sind über Zoom unterwegs und ich habe da eine Frage im Chat drin, du kannst mich nicht hören. Wie ist es bei den anderen? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mir kurz ein Feedback geben? Ja, ich höre sie, ja. Einige machen Daumen hoch. Okay, dann wird es ein technisches Problem sein, das nur dich betrifft und ich befürchte, du musst das jetzt ganz alleine von zu Hause aus lösen. Ich kann dir da leider im Moment nicht einen sinnvollen Support geben. Luigi schlägt vor, geh mal raus und komm wieder rein. Das ist ein guter Tipp, das könnte funktionieren. Wir haben es bereits praktiziert. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch über den Chat, schreibt euch da rein, was bei euch gerade aktuell ist. Oder ihr könnt euch auch über das Mikrofon melden, wenn ihr mögt. Aber das ist immer etwas, was ja ein bisschen mehr Überwindung kostet. Aber man darf gerne auch sich da über das Mikrofon zu Wort melden. Wir brauchen die Unterlagen, die hier gezeigt sind. Die haben wir auf Moodle drauf. Wer das Skript noch nicht runtergeladen hat. Wir sind hier im Kurs drin, Biologie, Herbstsemester 22. Das ist unser Studiengang. Wenn wir dann ganz klein wenig nach unten scrollen, dann kommen wir zu einem Abschnitt mit dem Namen Skript. Und wenn man den aufklappt, dann hat es da verschiedene Dinge drin. Im Moment brauchen wir hier diese Datei, PDF-Dokument, Teil 1, Entstehung und Vielfalt des Lebens. Anschließend brauchen wir heute dann noch diese Aufgabe, dazu aber dann später etwas mehr. Im weiteren Verlauf vom Semester haben wir hier unten vier weitere Teile, auch PDF-Dokumente, die werden uns da bis Weihnachten begleiten. Geht einmal wieder etwas hoch und wechsle zurück in Teil 1 von unserem Skript. Ich scrolle da ein bisschen nach unten und komme auf Seite 2. Ich werde keine PowerPoint-Präsentationen haben, sondern den Unterricht jeweils mit dem Skript machen. Wir gehen zu den einzelnen Abbildungen und beschriften da manchmal Dinge, ergänzen irgendetwas. Und damit man weiß, wo man ist, beziehungsweise wo ich gerade bin, habe ich oder werde ich jeweils da die Seitenzahl mit so groß blau markieren. Im Moment sind wir also auf Seite 2. Seite 2, da steht oben als Titel Syllabus und Lernstrategien. Syllabus, das ist das Semesterprogramm. Syllabus ist einfach so eine akademische Bezeichnung für das Semesterprogramm. Ihr seht da in etwa, was auf uns zukommt. Wir starten heute in Woche 38. Da geht es um die Entstehung des Lebens, die beiden bereits erwähnten Zelltypen. Ein Konzept, das hier mit dem Begriff Endosymbiontentheorie repräsentiert ist, dazu später auch mehr, und den ebenfalls bereits erwähnten Tree of Life. Teil 1 wird uns nur in dieser einen heutigen Woche beschäftigen. Dann in den kommenden Wochen eine längere Sache wird Teil 2 sein. Da seht ihr, haben wir einige an Themen, die uns erwarten. Teil 3, biologische Membranen.
Teil 4, das werden Lebenszyklen sein und Formen der Zellteilung. Und schließlich kurz vor Weihnachten, dann wenn wir alle bereits die Erkältungen hinter uns haben, dann kommen noch die Viren. Dieses Programm erwartet uns im Herbstsemester. Wir sehen uns dann auch wieder im Frühlingssemester. Dort haben wir sogar doppelt so viel Unterricht. Wir haben dort wieder einen Theorieteil, so wie wir den jetzt haben. Der wird dann aber voraussichtlich vor Ort sein in Präsenz, beziehungsweise Hybrid. Man kann da auch sich wieder zuschalten über Zoom. Und parallel dazu wird es ein Biologie-Praktikum geben. Da werden wir zum Beispiel mit dem Mikroskop arbeiten, Zellen untersuchen, schauen, wie diese Strukturen tatsächlich ausschauen, die wir da heute im Laufe des Herbstsemesters genauer kennenlernen werden. Ich blicke im Moment ein bisschen aus der Kamera raus und zur Seite, weil dort liegt mein Spick und auf diesem Spick steht geschrieben, was ich euch alles erzählen sollte, damit wir da nichts vergessen, alle wichtigen Dinge auch erwähnen. Es ist immer so ein bisschen eine Unsitte, gleich zu Beginn in der allerersten Veranstaltung schon über die Prüfungen zu sprechen, aber die kommen früher oder später und deshalb lässt sich das auch nicht ganz vermeiden als Thema. Wir machen jetzt bereits einen kleinen Ausblick in den Januar und Februar hinein. Dort sind dann die Modulprüfungen angesiedelt und wir schauen schon mal, was da wir an Vorbereitungsarbeit leisten können, damit wir ohne große Aufregung dann in diese Prüfungssession eintreten können. Zunächst mal im Laufe des Semesters haben wir sicher den Unterricht, der uns da beschäftigen wird. Wir haben die Option, dass man, wie wir das jetzt gerade tun, am Unterricht live teilnehmen, also synchron. Man kann sich da zuschalten über Zoom. Und der Unterricht wird aufgezeichnet. Man kann sich das also auch zu einem späteren Zeitpunkt zeit- und ortsunabhängig anschauen, wenn man am Mittwoch verhindert ist, vielleicht wenn man Teilzeit studiert, arbeitet oder sonst irgendwelchen Verpflichtungen nachgeht. Mit anderen Worten, der Unterricht hier in der Biologie, die Teilnahme ist freiwillig, man ist natürlich eingeladen und ich freue mich immer, wenn sich ein paar zuschalten werden. Das wäre super, wenn ich da nicht ganz alleine auf Zoom unterwegs bin, jeweils am Mittwoch. Aber ihr müsst nicht und ihr müsst vor allem auch kein schlechtes Gewissen haben. Ihr könnt den Unterricht jederzeit dann auch als Video nachschauen, am Abend oder am Wochenende. Ihr müsst mir da jeweils ein bisschen Zeit geben. Es kann 24 bis 48 Stunden dauern, bis dann das Video aufgeschaltet ist. Ich schneide da jeweils die Pausen raus und noch vorne und hinten ein bisschen was weg, damit man da wirklich nur das zu sehen bekommt, was auch relevant ist. Und bis ich das gemacht habe, je nachdem, wie viel Unterricht ich sonst noch habe und wie viele Sitzungen auf mich warten, geht es dann eben ein, zwei Tage. Aber ich bemühe mich, da wirklich zeitnah zu sein. Wenn es bei euch dringend ist und ihr das Video wirklich sehr schnell haben wollt, dann dürft ihr gerne mir auch mal ein Mail schreiben und sagen, ja, ihr hättet das Video noch nicht gefunden, wo ihr denn suchen müsstet, irgendwie sowas in der Richtung. Wissen erwerben. Wir haben ein ausführliches Skript, mit dem arbeiten wir gerade. Da hat es jedes Thema als Text erklärt, zusätzlich als Abbildung visualisiert, das Konzept nochmals etwas anders aufgearbeitet. Und zu den allermeisten Themen haben wir auch einen Link mit einem YouTube-Video. Diese YouTube-Videos, die sind in den allermeisten Fällen nicht von mir selbst, sondern entsprechen so vom Umfang und der Tiefe und dem Komplexitätsgrad in etwa den Ansprüchen, die wir hier im Modul drin haben. Das Niveau wird nicht immer 100% exakt getroffen. Es kann mal ein ganz klein wenig leichter sein und manchmal ist es auch ein ganz klein wenig schwieriger in der Wortwahl zum Beispiel oder in der Art und Weise, wie das didaktisch aufbereitet wird. Ihr müsst nicht alles hier tun, insbesondere hier die YouTube-Videos, es sind einige, die da zusammenkommen. Die würde ich euch vor allem dann empfehlen, wenn ihr merkt, meine Erklärungen haben bei euch ein Fragezeichen hinterlassen, ihr habt den Text dazu gelesen,
man versteht immer noch nicht so genau, um was es geht, dann kann es sicher hilfreich sein, wenn man dieses Thema nochmals von einer anderen Person erklärt bekommt und schafft dann hoffentlich den Zugang auch da zu dieser Thematik zu finden. Soweit also die Möglichkeit, wie wir da uns mit dieser Biologie auseinandersetzen können im Laufe des Semesters. Im nächsten Januar, Februar, und zwar in der Kalenderwoche 3 bis 5. Die Kalenderwochen, die werden bei uns immer als KW abgekürzt. Und die Kalenderwoche 3 bis 5, das ist die Zeit für die Modulprüfungen. Dann findet nicht nur die Modulprüfung in Biologie statt, sondern auch in Englisch und Mathematik und all den anderen Fächern, die ihr sonst noch im Stundenplan jetzt findet. Also all die Prüfungen, die sind dann in diese 3 Wochen reingepackt. Unter anderem auch die Prüfung in unserem Modul Grundlagen Biologie und Technik. Die Biologie wird einen Anteil von 50% haben von dieser Modulprüfung und auch von der Note. Und die zweiten 50%, die werden von der Technik beigesteuert, den Grundlagen der Technik. Ihr habt diesen Unterricht bei Cornelia Hoffmann und sie wird euch dann zu gegebener Zeit sicher erzählen, wie bei ihr die Prüfung ablaufen wird. Für die Biologie kann ich sagen, die Modulprüfung ist die einzige Prüfung, die wir haben, der einzige Leistungsnachweis. Wir haben in der Bio keine Erfahrungsnoten, keine Prüfungen während dem Semester, wir haben keine Präsentationen, wir haben keine schriftlichen Arbeiten oder sonstigen Dinge, die da irgendeine Note geben würden, sondern ausschließlich hier die Modulendprüfung, wie sie manchmal auch genannt wird. Nun, wie kann man sich auf diese Modulendprüfung vorbereiten? Da gibt es 2 Ansätze, die ich euch empfehlen würde, sinnvollerweise auch schon während dem Semester vielleicht in Angriff zu nehmen. Einerseits haben wir die Lernziele und die Lernziele, die definieren den Prüfungsstoff zu 100%. Da dürft ihr wirklich darauf zählen, das werde ich einhalten. Ich werde keine Prüfungsfragen stellen, die nicht durch Lernziele abgedeckt sind. Im Skript drin hat es vielleicht manchmal etwas mehr Stoff, manchmal auch etwas mehr Erklärungen, als durch Lernziele abgedeckt ist. Und solche Erklärungen, die eben zusätzlich sind, die sind nicht prüfungsrelevant. Also die Lernziele sind wirklich zu 100% definieren die den Prüfungsstoff. Wir schauen uns gleich anschließend dann so ein Lernziel an. Das ist die eine Option. Die Lernziele helfen insbesondere, wenn man während dem Semester in den kommenden Wochen bereits beginnt, Zusammenfassungen zu erstellen. Dann ist das eine sehr, sehr hilfreiche Orientierungshilfe oder Richtschnur oder wie man das auch immer nennen will, um wirklich die Dinge zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen, die man dann auch als Prüfungsvorbereitung über Weihnachten oder Januar, Februar nutzen kann. Das ist der eine Ansatz. Der zweite Ansatz, den würde ich euch auch sehr empfehlen, bereits im Semester auszuprobieren. Bei jedem Lernziel gibt es unterhalb vom Lernziel einen Link zu Prüfungsfragen. Ihr habt sämtliche Prüfungsfragen bereits jetzt, ab dem ersten Tag im Semester zur Verfügung. Diese Prüfungsfragen sind auch auf Moodle drauf und ihr habt nicht nur die Prüfungsfragen, sondern auch die Lösungen dazu. Ihr könnt diese Fragen lösen und Moodle, diese E-Learning-Plattform, gibt euch dann ein Feedback, was ihr richtig gemacht habt und was nicht. Insgesamt sind es, ich habe sie nicht auf die letzte Prüfungsfrage gezählt, aber so in der Größenordnung 460 Fragen inklusive Lösungen. An der Prüfung selbst wird dann eine
kleine Anzahl aus diesem großen Fragepool tatsächlich euch gestellt werden. Wichtig ist aber, die Fragen, die an der Modulprüfung kommen, die stammen alle zu 100% aus diesem Fragepool, zu dem ihr jetzt bereits Zugang habt. Es gibt keine zusätzlichen Fragen, es gibt also keine unbekannten Fragen an der Prüfung. Wenn man will, kann man sämtliche Fragen im Vorfeld trainieren, inklusive Lösungen, und ist dann wirklich sehr gut gerüstet und bereit, um da an der Prüfung keine Überraschungen erleben zu müssen. Ja, das wäre vielleicht ein ganz guter Moment, um mal kurz innezuhalten und euch die Gelegenheit zu geben, Fragen zu stellen. Gibt es bis hierher bei euch zu Hause gerade schon das eine oder andere Fragezeichen, der eine oder andere offene Punkt, etwas, das man noch wissen möchte? Vielleicht habe ich da ja etwas auch etwas ja, schnell erklärt oder vergessen. Das ist gut möglich. Ich gebe euch da Zeit, im Chat zu schreiben. Das braucht immer ein bisschen. Und daher plaudere ich einfach mal ein wenig vor mich hin, damit diejenigen, die eine Frage stellen möchten, Zeit haben, diese auch zu tippen. Ich gucke auf den Chat. Es bleibt ruhig. Es scheint, dass alles klar ist soweit. Wenn jetzt im weiteren Verlauf doch noch bei euch zu dem gerade eben Gesagten etwas an Fragen auftauchen sollte, meldet euch doch einfach jederzeit im Chat drin. Hier werden die Lernziele erwähnt. Wir schauen uns hier so ein Lernziel an auf Seite 6. Da sind diese Lernziele oder dort beginnen sie. Da hat es zur Entstehung des Lebens, ist das erste Lernziel, mit dem wir uns da auseinandersetzen. Man muss da aufzeigen können, wann das Leben entstanden ist und welche Nachweismöglichkeiten der Wissenschaft zur Verfügung stehen. Hier unten sind zwei weitere Aspekte. Wenn man das für sich erarbeitet hat, dann kann man auf diesen Link hier klicken, Prüfungsfragen zu Lernziel 1. Ich mache das jetzt nicht direkt, sondern gehe da zurück in unser Moodle-Kurs. Und wenn man auf den Link klickt, den ich da gerade gezeigt habe, dann kommt man hierher. Dann wird man an diese Stelle hier geleitet. Man kann also die Prüfungsfragen entweder aus dem Skript heraus lösen oder man klickt da direkt auf Moodle, auf die jeweilige Lernziel, Prüfungseinheit drauf und dann kann man da die entsprechenden Fragen trainieren, schauen, habe ich den Stoff verstanden, habe ich meine Zusammenfassung richtig gemacht und entsprechend ist man dann sehr gut auf Kurs und weiß, wo man steht. Die Frage im Chat lautet, sind die Prüfungsfragen auch alle systematisch in den Quizzes, Lernzielen vorhanden oder nur in den zufälligen Fragen? Die Prüfungsfragen, die sind also wirklich die 460 Fragen. Hier sind einige drin, dann sind da bei Lernziel 2 hat es einige Fragen, Lernziel 3. Und wenn man da bis ganz nach unten geht, Teil 5, dann wenn man die hier auch noch gelöst hat, dann hat man sämtliche 460 Fragen gelöst. Also indem man alle die hier durchspielt, hat man alle 460 Fragen abgedeckt. Hier unten gibt es eine weitere Trainingsmöglichkeit, randomisierte Fragen. Da wird der Computer auf diese Fragensammlung zugreifen, auf diese 460 und wird nach dem Zufallsprinzip entweder 20, 40 oder 60 rauspicken. Man kann das beliebig oft wiederholen und jedes Mal werden es andere Fragen sein. Aber einen Anspruch auf Vollständigkeit hat man hier unten mit diesem Ansatz natürlich nicht. Also der Computer wird jedes Mal zufällig neue Fragen auswählen und man müsste schon sehr, sehr oft das Ganze durchspielen, bis man dann rein statistisch alle 460 Fragen auch mal zu sehen bekommen hat.
Also wer alle Fragen sehen will, hier oben, das wäre ein Ansatz, entweder hier draufklicken oder wir haben das vorhin gesehen, genau dieselben Fragen am genau selben Ort bekommt man auch zu sehen, wenn man da in den Lernzielen im Skript drin, ich kann da noch etwas weiter scrollen, an diesen Stellen jeweils draufklickt. Das sieht bei allen fünf Teilen, bei allen fünf PDF-Dokumenten genauso aus. Also immer das Lernziel mit ein bisschen Ausführungen und unten dann der Link zu den Fragen. Ich gehe da nochmals hoch zu dem Lernziel 1 auf Seite 6. Es hat ganz, ganz wenige, aber das erste Lernziel gehört dazu. Es hat einige wenige Lernziele, da steht Selbststudium. Das bedeutet im konkreten Fall, wir werden das nicht so miteinander jetzt auf Zoom besprechen, sondern die Idee ist, dass ihr euch dieses Thema selbst erarbeiten könnt. Bei der Entstehung des Lebens ist das besonders einfach möglich, weil wenn wir da wieder auf unseren Moodle-Kurs gehen, in den Bereich Skript hinein, dort etwas nach unten scrollen, da haben wir drei YouTube-Videos, die sind speziell für unseren Unterricht gemacht. Also das sind nicht irgendwelche YouTube-Videos, die da zufällig gefunden wurden, sondern die wurden wirklich für uns gemacht mit den Grafiken, die wir auch im Skript drin haben. Da werdet ihr vieles wiedererkennen und entsprechend erklären sie diese Thematik, die Entstehung des Lebens, sehr schön. Sie zeigen auf, was die Wissenschaft heute schon an gesicherten Erkenntnissen zur Verfügung hat zur Entstehung des Lebens. Aber die Videos zeigen auch auf, wo die Wissenschaft noch Lücken aufweist. Wir haben kein vollständiges Bild. Die Wissenschaft kann nicht abschließend erklären, wie die Entstehung des Lebens stattgefunden hat. Der Prozess hat vor etwa 3,5 Milliarden Jahren stattgefunden. Das ist sehr, sehr lange her. Und da waren lediglich zu Beginn Moleküle daran beteiligt. Die haben keine Fossilien hinterlassen und aus dem Grund ist eine Rekonstruktion der Prozesse nicht ganz trivial. Was wir wissen, wo aber auch die Lücken sind, wie dieses Puzzle bereits ausschaut, zusammenspielt, wo aber auch noch Positionen frei geblieben sind, diese drei Videos erklären euch das und damit könnt ihr dann auch das Lernziel 1 sehr gut beantworten. Unser Modul heißt Grundlagen, Biologie und Technik. Wir machen momentan Biologie. Ich weiß von einer Zusammenstellung, dass manche von euch bereits Biologie-Vorkenntnisse besitzen. Einige sogar sehr viele Vorkenntnisse. Andere jedoch haben noch nie Biologie gehabt oder nur ganz, ganz wenig. Für diejenigen, die schon Biologie gehabt haben, wird das ein oder andere sicher Repetition sein. Nutzt die Gelegenheit, um da eine gute Note machen zu können. Nutzt vielleicht auch die Zeit, die ihr dann übrig habt, um in anderen Modulen, ich weiß nicht, Programmieren oder Statistik oder Mathematik, wo man vielleicht etwas mehr investieren muss, da die Zeit investieren zu können. Diejenigen, die noch wenig Biologie gehabt haben oder gar keine, ich verspreche euch, ihr bekommt eine Einführung, die euch da mit den wichtigsten Konzepten vertraut machen wird. Bis Weihnachten habt ihr euch einen soliden Überblick verschafft. Da habt ihr wirklich ein gutes Fundament dann zur Verfügung, um in den Life Sciences, wenn es um Biologie geht, mitdiskutieren zu können. Was ich aber auch schon sagen kann, wenn man wenig Vorkenntnisse hat, uns erwartet dann ein mittelgroßer Berg Arbeit, könnte man sagen. Insbesondere zu Beginn werdet ihr feststellen, dass ich sehr viele Fachausdrücke verwenden werde, die euch unter Umständen noch nicht so viel sagen. Wenn man dann diese Fachausdrücke googelt, wie wir das ja alle tun, dann
landet man vielleicht auf Wikipedia und dort bekommt man den Fachausdruck erklärt auf einer ganzen langen Seite. Und auf dieser Seite, in dieser Erklärung drin, hat es dann 10 oder 20 neue Fachausdrücke, die man ebenfalls noch nicht kennt. Dieser Eindruck wird sich verstärken bei euch bis so etwa Mitte Semester. Nicht verzweifeln. Nach Mitte Semester wird das nämlich wieder abnehmen. Es wird deshalb abnehmen, weil ihr bis dann mit ganz vielen von diesen neuen Begriffen bereits Kontakt gehabt habt. Ihr werdet wissen, was die bedeuten. Und dann bekommt man den Eindruck, ja, das ist zwar ein bisschen eine Hürde zu Beginn, aber wenn man die mal geschafft hat, dann hat man sehr wohl eine gute Chance, diese Biologie auch zu überblicken und einen guten Einstieg da finden zu können. Also nicht verzweifeln, wenn es zu Beginn ein bisschen steil bergauf geht mit der Lernkurve, die flacht dann gegen Mitte oder nach Mitte des Semesters auch wieder ein wenig ab. Vorkenntnisse in Biologie, entweder vorhanden oder noch nicht vorhanden. Wir schaffen es in beiden Fällen, uns einen Überblick zu verschaffen und starten mit einer ganz, ganz simplen Aufgabe. Skizziert für euch zu Hause, ihr könnt das irgendwie am Computer machen, ihr könnt aber auch ein Blatt Papier nehmen, skizziert und beschriftet eine Zelle, ohne da groß Hilfe zu suchen. Das muss nicht perfekt sein. Ihr werdet diese Zeichnung anschließend niemandem zeigen. Die müsst ihr nicht online abgeben. Ihr müsst sie da nicht über Bildschirmsharing den anderen zur Verfügung stellen. Also nur ihr werdet diese Zelle sehen. Skizziert die mal, beschriftet sie und ich versuche mal 4 Minuten den Mund zu halten während dieser Zeit. Ihr habt eure erste Zelle gezeichnet. Man könnte auch sagen, das ist so quasi die Entstehung des Lebens in unserem Modul drin, jetzt im Herbstsemester, so der Startschuss in die Biologie. Schaut euch diese Zelle mal kurz an. Die ist vielleicht vollständiger, vielleicht weniger vollständig, aber es ist sicher eine gute, gesunde, glückliche Zelle von irgendeinem Organismus. Wir wissen im Moment noch nicht, von welchem. Mit eurer Zelle, die ihr da jetzt skizziert habt, als Ausgangslage, könnt ihr als nächstes in Moodle drin, im Abschnitt Skript, gleich unterhalb von dieser PDF-Datei, auf hier den Link klicken, Aufgabe Zelle. Und da werdet ihr 2 Fragen gestellt bekommen zu eurer Zelle, die ihr skizziert habt. Draufklicken und Fragen beantworten zu der Zelle, die ihr da gerade eben gezeichnet habt. Da sind einige an sehr, sehr guten Ergebnissen zusammengekommen. Woran erkennt man, dass es eine Zelle ist? Eine Rückmeldung hat mir besonders gut gefallen, weil meine Zeichnung mit Zelle beschriftet ist. Andere schreiben, weil es einen Zellkern hat, weil Zellorganellen darin enthalten sind. Manche sind sehr vertraut bereits mit diesen Zellorganellen. Sie nennen den Zellkern das raue und das glatte endoplasmatische Retikulum, die Vakuole, den Golgi-Apparat. Wenn euch jetzt diese Begriffe noch nicht sagen, nicht weiter verzweifeln, wir werden sie noch im Verlauf des Semesters genauer kennenlernen. Das sind Strukturen in der Zelle, die ganz bestimmte Funktionen erfüllen. Die Lipid-Doppelschicht wird erwähnt, das ist die Zellmembran. Auch mit ihr werden wir uns im Verlauf des Semesters noch detailliert auseinandersetzen, schauen, was diese Zellmembran genau tut und was ihre Eigenschaften sind. Das ist ein sehr zentraler Bestandteil einer Zelle. Es ist nämlich gerade der Ort, der zwischen innen, dem Zelleigenen, unterscheidet und abgrenzt und dem, was außen kommt, also quasi der Umwelt, in der sich die Zelle drin befindet. Ihr habt hier alle
euch auf einen Zelltypen konzentriert, was ich sehe. Viele Zellkerne wurden erwähnt, das sind die eukaryotischen Zellen, also keine prokaryotischen Zellen. Jetzt möchte ich da eigentlich noch die nächste Darstellung haben. Hier habe ich da die Schaltfläche gefunden. Die zweite Frage, die wir beantwortet haben, ist, von welchem Organismus stammt deine Zelle und aufgrund welcher Merkmale kann man das festmachen oder woran kann man es festmachen? Tierische Zellen werden erwähnt, weil keine Vakuolen vorhanden sind. Das ist richtig. Das Lysosom wird erwähnt. Das ist ein Zellorganell, das bei Tieren vorkommt. Pflanzen haben, was bei Tieren fehlt an Zellbestandteilen, einerseits die Plastiden, das sind zum Beispiel die Chloroplasten, die machen Photosynthese, dann die ebenfalls genannte Vakuole und zusätzlich um die Zellmembran herum eine Zellwand. Die Strukturen fehlen bei den Tieren. Ah, da freue ich mich, da hat jemand die Prokaryoten erwähnt, das sind die Bakterien und die Person, die da die Prokaryoten genannt hat, sagt, sie hätten keinen Zellkern. Das ist richtig, bei Bakterien fehlt der Zellkern. Das ist korrekt. Super. Wir haben uns da also bereits einen sehr soliden Überblick über die Zellen und ihre Bestandteile verschaffen können. Ich schließe das Fenster mal und versuche jetzt mit meinen nächsten Abbildungen hier auch die Frage noch ein bisschen abzuschließen, abzurunden. Mal schauen, ob wir das vor der Pause noch schaffen. Vielleicht brauchen wir dann nach der Pause noch ein paar Minuten, um da wirklich zu einem Schlusspunkt zu kommen. Wir gehen auf Seite 35. Ich mache da die Seitenzahl etwas kleiner, damit ich mehr Platz habe zum Schreiben. Jetzt ist mir das gelungen. Auf Seite 35 haben wir zwei grundlegend verschiedene Zelltypen. Wenn man in die Natur rausgeht, irgendwelche Organismen untersucht, das hat man in den 1930er Jahren getan, als das Elektronenmikroskop erfunden wurde, zur Verfügung stand für wissenschaftliche Untersuchungen, da hat man ganz viele unterschiedliche Lebensformen damit untersucht. Und dank dem Elektronenmikroskop hat man erkannt, dass es zwei grundlegend verschiedene Bauweisen gibt, könnte man sagen, oder Organisationsformen, wie Zellen in der belebten Natur organisiert aufgebaut sein können. Die eine Variante, die ist rechts gezeigt, die ist etwas größer, sie ist auch etwas komplexer, hat mehr Inhalt. Dieser Zelltyp, den nennt man eukaryotisch. Und die eukaryotische Zelle zeichnet sich dadurch aus, dass diese Zellen einen Zellkern besitzen. Die eukaryotischen Zellen sind im Laufe der Evolution später hinzugekommen. Sie sind evolutiv gesehen etwas jünger. Und das Besondere hier bei der eukaryotischen Zelle, das sie charakterisiert, das ist der Zellkern. Der wird in der Fachsprache auch als Nukleus bezeichnet, je nach Lehrbuch mit C oder mit K geschrieben. Beides ist richtig. Nukleus mit C, wie in der Abbildung, oder Nukleus mit K, wie hier in meiner Ausführung oder Ergänzung. Den Nukleus, Zellkern, das wäre hier diese Struktur. Und der Zellkern, der Nukleus, das ist lediglich hier die Struktur im Innern, die ich jetzt gerade rot markiert habe. Die irrgartenartige Struktur außenrum, die gehört nicht zum Zellkern, das ist das endoplasmatische Retikulum.
eine Struktur mit einem furchtbar langen und furchtbar komplizierten Namen. Was genau das endoplasmatische Retikulum tut, das schauen wir uns in einigen Wochen an. Der Nukleus, der Zellkern, ist also hier. Der Zellkern, das ist der Ort, wo die Chromosomen enthalten sind. Der Zellkern ist also so eine Art Bibliothek. Hier ist die genetische Information drin gespeichert. Die Chromosomen kommen nur im Zellkern drin vor. Die schwimmen nicht einfach sonst in der Zelle rum, sondern die sind da quasi schön einsortiert und geschützt im Zellkern drin geborgen, abgetrennt vom Rest der Zelle. Wenn wir uns weiter umschauen in der eukaryotischen Zelle, dann haben wir da viele weitere Gebilde. Ich habe bereits das endoplasmatische Retikulum erwähnt. Es hat ein Golgi-Apparat, es hat Strukturen, die hier mit Mitochondrien beschriftet sind, Entschuldigung, Lysosomen und so weiter und so fort. Also wir sehen, da hat es ganz viele Dinge noch drin, und wenn man all diese Strukturen zusammennimmt, dann kann man denen als Oberbegriff, als Sammelbegriff den Namen Zellorganellen geben. Organellen, das ist die Verkleinerungsform von Organ oder Organen. Unser Körper, der besitzt verschiedene Organe, wie zum Beispiel die Lunge oder der Darm oder die Leber oder die Bauchspeicheldrüse, Pankreas und so weiter. Und Zellen, die sind natürlich viel kleiner, die haben keine Organe, sondern die haben Zellorganellen, also die Verkleinerungsform, aber auch Substrukturen, die ganz bestimmte Funktionen erfüllen in der Zelle drin, für die Zelle, für das größere Ganze. Zellorganellen und Zellkern sind also charakteristisch für eukaryotische Zellen. Zellorganellen, das wären hier die grün markierten Gebilde. Also all diese Strukturen zusammen, die nennt man Zellorganellen. Mit dem Elektronenmikroskop oder dank der Erfindung der Elektronenmikroskope konnte man dann auch Bakterienzellen untersuchen und hat gesehen, die sind sehr viel einfacher strukturiert. Man weiß heute, dass sie in der Evolution zu einem früheren Zeitpunkt bereits aufgetreten sind, aber bis heute erhalten geblieben sind in der Natur. Also es ist ein erfolgreiches Modell, das in der Evolution nicht verdrängt wurde, nicht ausstarb. Die prokaryotische Zelle, sie zeichnet sich dadurch aus, dass der Zellkern, der Nukleus, fehlt. Kein Zellkern ist hier vorhanden. Und die Zellorganellen, die findet man ebenfalls nicht. Keine Zellorganellen. Bakterien, prokaryotische Zellen, haben natürlich trotzdem ein Chromosom. Sie haben auch DNA, sie haben auch Gene. Aber hier schwimmt das Chromosom einfach so in der Zelle umher. Das ist nicht in eine Hülle eingepackt, nicht in einen Zellkern drin eingepackt und damit auch nicht so gut geschützt. Das wäre die prokaryotische Zelle, und die eukaryotische Zelle bekommt auch noch einen Pfeil. So, jetzt sind wir da fertig mit der Beschriftung. Ich schaue auf die Uhr. Wir sind auch fertig mit der ersten Lektion. Das bedeutet, wir haben eine Pause verdient. Wir machen 5 Minuten Unterbruch und fahren weiter um 13.50 Uhr. Wir haben vor der Pause die Unterscheidung zwischen prokaryotischen und eukaryotischen Zellen gemacht. Die Unterscheidung geht zurück auf die Entwicklung des Elektronenmikroskops. Das war so in den 1930er Jahren, als die Geräte erstmals zur Verfügung standen, und dann in der kommenden Zeit
war es also möglich, diese beiden Konzepte hier pro-eukaryotisch voneinander zu unterscheiden. Nun, die Forschung ist in der Zwischenzeit nicht stehen geblieben, die Technik ging weiter und in den 1970er bis 1990er Jahren war es, oder ab dieser Zeit war es möglich, DNA zu sequenzieren. Man kann Gensequenzen verwenden, um daraus Verwandtschaftsbeziehungen abzuleiten oder herausfinden. Man kann mit Hilfe dieser Gensequenzen herausfinden, wie die Verwandtschaftsbeziehungen genau ausschauen. Wir werden im Frühlingssemester dann uns intensiv mit solchen Stammbäumen auseinandersetzen, wie man die interpretieren kann. Das werden wir dann lernen. Im Moment sehen wir einen möglichen Stammbaum, einer der ganz vielen möglichen Stammbäume für das belebte, für die belebte Natur. Und was man mit diesen Stammbäumen, die auf Gensequenzen beruhen, herausgefunden hat, ist, dass die Unterscheidung zwischen Prokaryoten und Eukaryoten eine sinnvolle Unterscheidung ist. Das ist schon mal eine gute Nachricht, wenn man Forschung betreibt und mit zwei völlig verschiedenen Methoden zur gleichen Erkenntnis kommt, dann ist das ein guter Hinweis, dass man auf dem richtigen Weg ist. Wenn man quasi mit unabhängigen Untersuchungsmethoden zu den ähnlichen oder gleichen Ergebnissen kommt, dann bedeutet das, die Sache dürfte wohl stimmen. Also wir können sagen, wenn man die Natur mit Hilfe von Gensequenzen untersucht, versucht zu charakterisieren, dann kommt man wieder zur Unterteilung in Pro- und Eukaryoten. Das ist also sicher schon mal eine gute Nachricht. Schauen wir uns mal die Eukaryoten ein ganz klein wenig genauer an, ohne zu stark ins Detail gehen zu wollen. Die Eukaryoten, da zählen unter anderem die Tiere dazu. Zu den Tieren gehört auch der Mensch. Wir sitzen also hier rechts oben an diesem Ende von einem Ast. Das wäre also unsere Position. Da sind alle Tiere einsortiert. Relativ nahe bei den Tieren, evolutiv gesehen, stehen die Pilze. Das sind so quasi relativ nahe Verwandte, relativ in Anführungszeichen, aber doch recht nahe. Und ein bisschen weiter weg dann wären die Pflanzen in diesem Stammbaum drin. Und damit haben wir aber drei große Gruppen beieinander, die wir bereits aus dem Alltag kennen. Wir alle wissen, was Tiere sind, was Pilze sind und was Pflanzen sind. Was aber auch für uns hier erkennbar ist in diesem Stammbaum, das ist dann nicht alles. Da hat es noch viele weitere Organismen und Gruppen drin, die aufgeführt sind. Und wenn wir uns die Namen anschauen, dann wird den allermeisten wahrscheinlich nicht klar sein, was eine Entamöbe ist, ein Ziliate, ein Flagellat oder Trichomonaden. Das ist verständlich, dass wir uns darunter nichts Genaues vorstellen können, denn diese Organismen, die da auch noch im Stammbaum drin sitzen, Diplomonaden da ganz unten zum Beispiel, das sind alles Einzeller. Also ihr Körper besteht nur aus einer einzigen Zelle und deshalb, wenn wir da uns in der Natur aufhalten, können wir sie von bloßem Auge gar nicht sehen, im Gegensatz zu den Tieren, Pilzen und Pflanzen. Daher wissen wir auch gar nicht so ohne weiteres, dass es sie gibt und dass sie zu den Eukaryoten gehören. Also die Eukaryoten umfassen unter anderem uns, die Tiere, die Pilze und die Pflanzen, plus dann noch ganz viele Einzeller, die uns aber wahrscheinlich nicht so vertraut sind. Soweit, so gut. Der Stammbaum, der da auf Gensequenzen beruht, der hat also bestätigt, dass es sinnvoll ist, hier eine Gruppe zu machen, die man als Eukaryoten bezeichnet. Bei den Prokaryoten hingegen war die Sache ein bisschen anders ausgefallen. Dort war die Erkenntnis dahingehend, dass es innerhalb der Prokaryoten zwei komplett unterschiedliche Gruppen gibt.
Wir schauen uns den Stammbaum hier nochmals an. Blick von oben, da sind die Tiere, da sind die Pflanzen. Stellt euch vor, einen Eisbären und einen Kopfsalat. Die beiden Organismen, die beiden Arten, die sind ja doch recht unterschiedlich. Also der Kopfsalat und der Eisbär, die haben nicht so wahnsinnig viel gemeinsam. Sie leben an unterschiedlichen Orten, die Ernährungsstrategie ist eine ganz andere. Aber im Stammbaum des Lebens drin, Pflanzen und Tiere, Kopfsalat und Eisbär, sind doch relativ nahe beieinander. Relativ. Schaut man sich jetzt die Situation bei den Prokaryoten an, dann hat man da die Situation, dass wir zwei Gruppen haben, hellblau und dunkelblau, die sind deutlich unterschiedlicher als Tiere und Pflanzen. Der Unterschied ist massiv größer als zwischen einem Eisbären und einem Kopfsalat. Und weil dieser Unterschied dermaßen fundamental ist, das haben diese Gensequenzen gezeigt, hat man dann gesagt, okay, da muss man zwei Untergruppen machen. Und diese Untergruppen, die haben die Bezeichnung Eubakterien bekommen und Archaeen. Manchmal werden sie auch als Archaebakterien, je nach Lehrbuch, Archaeen oder Archaebakterien bezeichnet. Bei den Eukaryoten reichte es, eine Untergruppe zu haben, Eukaryoten, Eukarya, das klingt sehr ähnlich und da ist auch dasselbe gemeint damit. Bei den Prokaryoten aber, da brauchen wir zwei Gruppen. Wir kennen beide wahrscheinlich nicht aus dem Alltag. Die Namen Eubakterien und Archaeen sagen uns nicht sehr viel. Wir haben aber im Alltag mehr oder weniger freiwillig schon Kontakt zum Beispiel mit Bakterien gehabt. Alle von uns sind vielleicht schon mal krank geworden, eine Infektionskrankheit. Infektionskrankheiten können unter anderem auch von Bakterien verursacht werden, auch Viren oder einzellige Eukaryoten, wie zum Beispiel Entamöben, können Infektionskrankheiten verursachen. Aber meistens, wenn wir eine Infektionskrankheit haben, dann sind es Bakterien. Und die Bakterien, die uns krank machen, die nennt man in der Medizin Pathogene oder eben Krankheitserreger. Sämtliche pathogenen Bakterien bei Menschen, bei Tieren, bei Pflanzen, alle diese Pathogenen gehören zu den Eubakterien. Einige von euch leben vielleicht in einer WG, da geht gelegentlich mal eine Lasagne vergessen im Kühlschrank ganz hinten oder ganz unten und dann nach ein paar Tagen und ein paar Wochen entdeckt man da die vergessene Lasagne und da ist allerhand gewachsen drin, vielleicht Pilze, die wären hier zu Hause im Stammbaum, aber wir haben in den Lebensmitteln drin auch Verderbskeime, die beginnen dann das Lebensmittel abzubauen und diese Verderbskeime in Lebensmitteln drin, die gehören alle auch zu den Eubakterien. Und damit haben wir doch ein ganz klein wenig einen Bezug. Wir haben Pathogene, also Krankheitserreger, da haben wir schon unfreiwillig Kontakt gehabt, vielleicht in unserem Leben damit. Verderbskeime, Lebensmittelverderb kennen wir alle aus dem Alltag. Also die Organismen, die wären hier in dieser Ecke vom Stammbaum des Lebens angesiedelt. Nicht alle Eubakterien sind jetzt irgendwie negativ konnotiert. Nicht alle Eubakterien haben irgendwie nur negative Auswirkungen auf unser Leben. Die Eubakterien, da hat es auch viele nützliche darunter, die vielleicht im Boden drin leben, in Gewässern drin leben, in Kläranlagen oder auch in unserem Verdauungstrakt zu Hause sind, auf unserer Haut leben. Die gehören ebenfalls zu den Eubakterien. Bei den Archaebakterien ist die Situation etwas schwieriger, wenn wir versuchen, einen Bezug zu unserem Erfahrungshorizont herzustellen.
Die Archaebakterien, das sind häufig, nicht immer, aber häufig Vertreter, die an ganz besondere, man könnte auch sagen, extreme Standorte adaptiert sind. Das können sehr heiße Standorte sein, heiße Quellen. Das können sehr saure Habitate sein, also Lebensräume, wo der pH-Wert sehr tief ist, der pH-Wert sehr hoch ist, basisch. Das können extrem salzhaltige Lebensräume sein, wo Meerwasser verdunstet und dann das Salz zurückbleibt. Diese salzliebenden Organismen, die nennt man halophile, also salzliebend, halophil, die wären hier zu Hause. Und in unserer Zeit von vielleicht höherer oder größerer Bedeutung sind die Mikroorganismen, welche Biogas erzeugen können. Biogas, das ist Methan. Dieses Methan, das stammt von solchen Archaeen oder Archaebakterien. Wir sehen da, einige haben Namen, wo der Begriff Methan zumindest ein Teil vom Namen ausmacht. Also es gibt hier bei den Archaeen Organismen, die Biogas produzieren können. Die nutzen wir in technischen Anlagen, um eben organische Abfälle in nutzbares Biogas umwandeln zu können. Natürlicherweise kommen sie an Standorten vor, wie zum Beispiel Sedimenten in Gewässern oder in Böden drin. Ein großes Problem im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung, das sind solche methanogenen Mikroorganismen, also solche, die Methan machen, die in Böden drin vorkommen, in sehr kalten Zonen der Erde, wo wir Permafrost haben. Dort wurden oder es waren diese Organismen in vergangenen Zeiten sehr aktiv, haben organisches Material abgebaut, es ist Methan entstanden. Dieses Methan ist bis heute in den gefrorenen Böden drin gespeichert geblieben. Und wenn jetzt aufgrund der Klimaerwärmung diese Böden, zum Beispiel in Russland, Sibirien oder in Kanada, auftauen, dann wird dieses Methan in sehr kurzer Zeit freigesetzt, gelangt in die Atmosphäre und wird den Treibhauseffekt nochmals verstärken. Also da haben wir einen Bezug hier bei den Archaeen zu aktuellem Geschehen. Wenn ihr Fragen habt, Dinge unklar sind, ihr meldet euch im Chat drin oder übers Mikrofon. Unterbrecht mich also gerne jederzeit. Ich fasse zusammen, die Methode, wo man die Natur mit Hilfe von Gensequenzen versucht zu überblicken, diese Stammbäume zu rekonstruieren aus diesen Gensequenzen, hat dazu geführt, dass man die belebte Welt in drei Untergruppen unterteilt hat. Einerseits die Domäne der Eubakterien, Archaeen und Eukaryoten. Zusätzlich hat diese Methode auch dazu geführt, dass man einen letzten gemeinsamen Vorfahren, eine Urzelle, postulieren konnte. Auf Englisch wird dieser Organismus Last Universal Common Ancestor genannt oder abgekürzt LUCA. LUCA, L-U-C-A, das war eine Zelle gewesen, die wahrscheinlich große oder relativ große Ähnlichkeit hatte mit den heute lebenden Bakterien, also sehr simpel aufgebaut war. Sie hatte sicher keinen Zellkern, sie hatte keine Zellorganellen, diese Urzelle. Was sie aber sicher schon besessen hatte, das war DNA. Sie hat den gleichen genetischen Code verwendet, den alle Organismen heute verwenden, oder beispielsweise dieselben Wege, dieselbe zelluläre Maschinerie genutzt, um aus Genen dann Proteine herstellen zu können. Also wir wissen, es muss eine Urzelle gegeben haben, LUCA, Last Universal Common Ancestor. Wir können LUCA nicht in einem Museum besichtigen gehen als Versteinerung. Es gibt diese Zellen nicht als Fossilien.
Einerseits, weil sie natürlich sehr klein waren und weil einzelne Zellen sehr wenig an Material hinterlassen, das in Fossilien überhaupt erhalten bleiben könnte. Und Luca, wissen wir heute, muss vor etwa 3,5 Milliarden Jahren gelebt haben. Seit dieser Zeit durch Plattentektonik wurde die Erdoberfläche mehrfach erneuert, die Kontinente, das Gestein wurde rezykliert und viele Fossilien aus der damaligen Zeit sind aus dem Grund verloren gegangen. Aber Luca, das war eine Urzelle und sie hat bereits grundlegende genetische und biochemische Eigenschaften besessen, von der sich alle heute lebenden Formen ableiten und die aus diesem Grund diese Eigenschaften auch geerbt haben. Milan möchte wissen, gehören Viren auch zu den Lebewesen? Das ist eine wirklich sehr gute Frage, denn die Viren, wenn wir da auf den Stammbaum des Lebens schauen, die sind da nirgends zu finden. Man kann suchen, wie man will. Da hat es keine Viren drin und das hat einen guten Grund. Die Viren, die werden nicht zu den Lebewesen gezählt. Wir werden dann kurz vor Weihnachten uns noch mit den Viren befassen und genauer verstehen können, weshalb. Im Moment können wir sagen, die Viren, die muss man sich ein bisschen denken als eine kleine Gruppe von Genen, die als Gruppe aus einer Zelle raus können, vorübergehend außerhalb von einer Zelle existieren können, in einer Hülle drin und anschließend dann für die Vermehrung wieder in eine Zelle eindringen müssen. Also man könnte sich Viren im Grunde genommen als parasitäre Gene denken, die von Zelle zu Zelle wechseln können, zwecks Vermehrung. Aber es sind keine Lebewesen. Viren haben keine Zellen, Viren haben keinen Stoffwechsel, sie brauchen keine Nahrung, sie erzeugen keine Abfallstoffe. In dem Sinne, Leben tun Viren tatsächlich nicht. Wir zoomen an der Stelle noch ein ganz klein wenig da in die Eukaryoten rein, weil die uns ein wenig näher stehen. Wir sind da Teil von diesen Eukaryoten. Wir schauen uns jetzt den Stammbaum der Eukaryoten nochmals an. Die nächste Darstellung ist etwas detaillierter. In der nächsten Darstellung fehlen aber hier die anderen beiden Domänen. Also die Eubakterien und Archaeen, die sind jetzt in der folgenden Abbildung auf Seite 39 nicht enthalten. Da sind nur die Eukaryoten, also nur die Organismen mit Zellkern und Zellorganellen abgebildet. Ja, Seite 39, wenn man da so drauf guckt, dann liest man ganz, ganz viele Fachausdrücke, von denen man zum Teil nicht mal genau weiß, wie man sie aussprechen sollte. Der Grund, weshalb wir all diese Organismen nicht kennen und auch noch nie etwas von ihnen gehört haben, ist, das, was wir da sehen, die Eukaryoten, diese große Gruppe, das sind vor allem Einzeller. Die leben irgendwo in der Natur, im Boden, in Sedimenten, im Schlamm, im Wasser drin oder auf der Oberfläche von Pflanzen zum Beispiel. Aber weil sie Einzeller sind, können wir sie nicht sehen. Was wir bei diesem Stammbaum erkennen können, aufgrund der Farben, das ist, dass man diese Organismen, selbst wenn wir nicht genau wissen, worum es sich handelt, offenbar in Gruppen einteilen kann. Diese Gruppen haben dann aber leider auch wieder Namen, von denen wir nicht so wahnsinnig viel daraus ableiten können. Cryptista hier zum Beispiel oder Haptista, Discobida, Metamonaden und so weiter. Aber zumindest können wir da sehen, okay, diese Einzeller, die sind da nicht einfach per Zufall über den Stammbaum hinweg verteilt, sondern da gibt es Gruppenbildung. Unser Standort, der ist hier. Die Tiere, die sind da an dieser Stelle positioniert. Die Tiere, die Metazoen, da gehören die Insekten dazu, da gehören die
Quallen dazu, da gehören aber auch die Regenwürmer dazu oder eben die Säugetiere, zu denen wir auch zählen. Relativ nahe, das haben wir vorhin schon erwähnt, bei den Tieren stehen die Pilze. Die sind da auch in der Gruppe der Opisthokonta drin. Also die Evolution der Tiere und der Pilze, die geht da zurück. Da haben wir einen letzten gemeinsamen Vorfahren. Und das war sicher ein Einzeller gewesen. Der hatte noch keine Ähnlichkeit mit einem heute lebenden Tier oder auch keine Ähnlichkeit mit einem heute lebenden Pilz. Das war ein Einzeller. Aber an der Stelle haben sich die Entwicklungslinien getrennt und eine der Linien ging dann hin zu den Tieren und die zweite da zu den Pilzen. Die dritte große Gruppe, mit der wir vertraut sind, die sitzt an einem ganz anderen Ort, nämlich hier oben. Das wären die Landpflanzen, also der vorhin erwähnte Kopfsalat oder die Bäume, die wir beim Waldspaziergang sehen können, die sitzen im Stammbaum des Lebens hier oben. Insgesamt aber sehen wir auch aufgrund der Vielfalt, dass das, was für uns die wahrnehmbare, belebte Natur ausmacht, also die Pflanzen und die Tiere sicher mal und dann vielleicht auch jetzt noch im Herbst die Pilze, das ist eigentlich eher die Ausnahme. Das ist zwar für uns wichtig, wenn wir nach draußen gehen und die Natur erfahren, das sind die dominierenden Organismen, die wir sehen können, aber wenn man da den Gesamtblick hat auf alle Eukaryoten, dann muss man sagen, ja, die gibt es zwar, sicher, die sind wichtig, aber aufgrund der Vielfalt bestehen die Eukaryoten vor allem aus Einzellern. Die sehen wir dann eben nicht. Diese genetische Vielfalt und deren Beitrag für die Ökosysteme, die sind für uns nicht so unmittelbar erkennbar. Im Laufe der Evolution sind dann vereinzelt diese einzelligen Eukaryoten dazu übergegangen, vielzellig zu werden. Und vielzellig bedeutet, sie haben begonnen, große Körper zu entwickeln, so wie Pflanzen oder eben Tiere. Vielzelligkeit haben wir hier bei den Pflanzen, Archeplastiden. Alle vielzelligen Eukaryoten, die sind hier mit MC beschriftet. Dann gibt es da so ein paar Ausreißer, die Oomyceten und die Phaeophyceen. Und sicher nochmals Vielzeller haben wir dann bei den Pilzen und natürlich dort, wo wir zu Hause sind, bei den Tieren haben wir vielzellige Organismen. Unser Körper, das ist ein vielzelliger Körper. Und da unten die Schleimpilze, Dictyostelia, das ist auch eine Gruppe, die vielzellig geworden ist. Aber insgesamt können wir sagen, die Eukaryoten, also Zellen mit einem Zellkern und Zellorganellen, das sind Einzeller. Es ist die Ausnahme, dass da vielzellige Arten entstanden sind. Für uns allerdings, wir sind eine solche Ausnahme, ist das natürlich dann die Regel geworden. Aber eigentlich ist es gerade umgekehrt. Die Einzelligkeit, das wäre der Standard und die Vielzelligkeit wäre das Besondere im Stammbaum der Eukaryoten. Fragen zum Stammbaum der Eukaryoten, diese etwas bunteren Abbildung. Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich gehe nochmals zu der Abbildung auf Seite 35 zurück. Wir bleiben bei den Eukaryoten, also da auf der rechten Seite. Hier haben wir gesagt, die eukaryotische Zelle besitzt
Unterstrukturen, Zellorganellen, die hier. Und bei der tierischen Zelle, wie hier eine abgebildet ist, da haben wir ein Zellorganell, das eine ganz besondere Herkunft hat. Das sind hier diese etwas bräunlich dunkler gehaltenen Strukturen mit dem Namen Mitochondrien. Einzahl Mitochondrium, Mehrzahl Mitochondrien. Und diese Mitochondrien, die haben evolutiv gesehen eine sehr spannende Herkunft. Diese spannende Herkunft, die wollen wir uns noch anschauen. Die ist auf Seite 42 genauer erklärt. Wir beginnen diese Abbildung oben. Wir schauen zunächst mal ganz nach oben. Dort sitzt Luca. Das ist die Urzelle. Das ist quasi die Urlebensform, von der sich alle heute existierenden Lebensformen ableiten. Wir haben vorhin gesagt, ausgehend von Luca haben sich drei verschiedene Domänen entwickelt. Einerseits die Domäne oder große Gruppe der Eubakterien. Da sind alle Krankheitserreger drin, alle Lebensmittelverderbskeime, aber auch ganz viele, die nützlich sind für den Menschen oder für Ökosysteme im Boden drin leben, auf unserem Körper drauf. Das wären die Eubakterien. Ist die eine Domäne, die kennen wir bereits, das war die hellblaue im Stammbaum. Die dunkelblaue Domäne, das waren die Archaeen oder Archebakterien. Je nach Lehrbuch ist der Begriff nicht einheitlich. Ich habe das deshalb auch gemischt hier in den Unterlagen. Und die dritte Gruppe kennen wir auch bereits, das sind die Eukaryoten. Zu denen gehören wir auch. Also soweit ist es noch nicht neu, das ist nicht komplizierter geworden, das ist einfach ein bisschen anders dargestellt. Als dann diese Aufspaltung stattgefunden hatte in der Evolution, ging die Entwicklung aber weiter. Bei den Eubakterien entstanden ganz viele verschiedene Bakterienarten mit ganz vielen verschiedenen Eigenschaften. Und eine Art oder eine Gruppe von Bakterien, die entstanden ist, das sind diejenigen, die hier rot gezeichnet sind, die waren in der Lage oder sind es auch heute noch, den Luftsauerstoff, den wir auch einatmen, für die Energieerzeugung zu nutzen. Das können nicht alle Bakterien. Manche können das, so wie wir, aber das ist nicht etwas, das alle können. Also aerob bedeutet aerob, da klingt schon die Luft drin an, oder der Name Luft können wir damit assoziieren. Die verwenden O2, Luftsauerstoff, für die Energieerzeugung. Energie in Zellen drin, das ist ATP. ATP ist eine Abkürzung. Der Begriff selbst, Adenosintriphosphat, das ist die Bezeichnung dieser chemischen Verbindung. ATP ist sehr vielseitig. Ich kann da die Analogie machen mit Elektrizität oder mit Erdöl. Elektrizität und Erdöl nutzen wir Menschen für ganz unterschiedliche Zwecke.
Mit Elektrizität betreiben wir zum Beispiel gerade unsere Laptops und Tablets, mit denen wir da am Arbeiten sind. Einerseits die Prozessoren werden mit Elektrizität betrieben oder der Bildschirm wird zum Leuchten gebracht. Mit Elektrizität können wir aber auch Maschinen antreiben, um zum Beispiel eine Bohrmaschine, die man braucht, um ein Haus bauen zu können. Oder mit Elektrizität können wir kochen, wir können warm Wasser aufbereiten. Also wir nutzen diese Energieform sehr unterschiedlich. Und Zellen tun das mit ATP. Man könnte also sagen, ATP ist quasi die Elektrizität der Zellen. Mit ATP als Energieträger können die Zellen zum Beispiel aus kleineren Molekülen, die für sich vorliegen, lange durchgehende Ketten erzeugen. Also sie können auch Dinge aufbauen. Das braucht Energie. Wenn man die Moleküle verketten will, verlinken will, braucht man Energie als Zelle und ATP liefert diese Energie. Jetzt haben Zellen einen Stoffwechsel. Es entstehen Abfallprodukte im Stoffwechsel und diese Abfallprodukte, diese Moleküle, möchte die Zelle ausscheiden. Dafür braucht es eine Pumpe. Man muss also die Abfallmoleküle, wenn man die mal so nennen will, aus der Zelle rausbekommen. Und damit die raustransportiert werden können, braucht es neben dem Pumpmechanismus auch zusätzlich Energie, um diese Pumpe anzutreiben. Auch das ist ATP. Unsere Zelle möchte sich vielleicht fortbewegen. Wir verwenden das E-Bike, um da mit dem Strom schneller umherfahren zu können. Die Zelle verwendet nicht Elektrizität, sie hat kein E-Bike, sondern sie hat eine Geißel. Das ist so eine Struktur, die beweglich ist, länglich ist und durch Bewegung dann die Zelle in der Flüssigkeit drin schwimmen lässt. Aber damit die Geißel sich bewegt, quasi die Schiffsschraube sich drehen kann, braucht es Energie und das wäre ATP. Also mit Hilfe von ATP kann die Zelle ganz viele verschiedene Dinge tun. Das bedeutet aber auch, sie muss ganz viel von diesem ATP produzieren. Und wenn man Sauerstoff verwendet, um die Nahrungsmoleküle abzubauen, dann kann man besonders viel ATP erzeugen. Also es ist ein großer Nutzen, wenn man den Luftsauerstoff verwerten kann. Wer das nicht kann als Organismus, der hat Nachteile. Gärung funktioniert ohne Luftsauerstoff, aber ist nicht so effizient. Ein Abfallprodukt der Gärung ist Ethanol, das ist Trinkalkohol. Die Hefen, die bauen Glucose ab, Zucker, und bekommen etwas ATP aus diesem Abbau raus. Aber der Zucker, der da als Ausgangsprodukt, als Substrat dient, der wird nur bis zum Ethanol abgebaut. Und wir wissen, Ethanol, Brennsprit, ist noch so energiereich, dass man den anzünden und verbrennen kann. Also der größte Teil der Energie im Ethanol drin wird gar nicht von der Hefe genutzt, hat sie keinen Zugang, sondern der größte Teil quasi verliert sie und muss sie als Abfallstoff an die Umwelt abgeben. Jetzt, wenn man als Organismus aber Sauerstoff atmen kann, den nutzen kann für die ATP-Erzeugung, dann kann man quasi die gesamte in der Nahrung gespeicherte Energie sich erschließen. Mit anderen Worten, wer atmen kann, hat einen riesen Vorteil gegenüber anderen. Diese aeroben Bakterien haben diese Fähigkeit entwickelt im Laufe der Evolution. Sie waren jetzt also im Vorteil. Sie konnten mit wenig Nahrung sehr viel ATP erzeugen. Und im weiteren Verlauf der Evolution wurde ein solches aerobes Bakterium in die eukaryotische Zelle aufgenommen. Wir wissen heute nicht genau, weshalb, da dieses aerobe Bakterium zur Untermiete in der eukaryotischen Zelle aufgenommen wurde. Vielleicht wollte die eukaryotische Zelle dieses Bakterium fressen.
hätte sein können. Wir wissen es heute nicht. Oder umgekehrt, dieses aerobe Bakterium war ein Parasit und wollte in die eukaryotische Zelle eindringen, um da dann diese organischen Moleküle der eukaryotischen Zelle als Nahrung nutzen zu können. Wäre auch möglich gewesen. Wir wissen heute lediglich, die beiden haben zusammengefunden, die haben so eine Art WG gegründet, eine Wohngemeinschaft, und das aufgenommene Bakterium, das wurde nicht abgetötet, die eukaryotische Zelle wurde auch nicht abgetötet, die beiden mochten sich offenbar, die gingen eine Endosymbiose ein, das ist eine Beziehung zum gegenseitigen Vorteil, und aus diesen einstmals freilebenden aeroben Bakterien sind heute die Mitochondrien geworden. Das sind die Kraftwerke der eukaryotischen Zelle. Mitochondrien sind Zellorganellen. Das sind die Kraftwerke und sie erzeugen das ATP. Wenn wir jetzt also hier Biologieunterricht machen und ich von all diesen komplizierten Dingen erzähle, dann braucht euer Gehirn viel ATP, um das verstehen zu können. Dieses ATP, das machen die Mitochondrien in unseren, in diesem Falle Nervenzellen drin. Und die Mitochondrien, das waren vor langer Zeit einstmals freilebende Bakterien, die in der Lage waren, mit Hilfe des Luftsauerstoffs mehr ATP erzeugen zu können. Den Luftsauerstoff, den wir mit der Nase einatmen, den brauchen wir, um die Mitochondrien, die einstmals freilebenden Mikroorganismen, da mit Sauerstoff versorgen zu können. Also der Luftsauerstoff, den wir da atmen, den schicken wir im Wesentlichen da zu diesen Zellorganellen, damit sie dann für uns ganz, ganz viel ATP machen können. Soweit so gut. Das war also die erste Endosymbiose. Endo bedeutet so viel wie im Innern oder innen drin. In diesem Fall ist gemeint, dass das aerobe Bakterium also aufgenommen wurde in die eukaryotische Zelle hinein. Dieser Prozess hat stattgefunden und alle eukaryotischen Zellen, die man heute kennt, besitzen diese Mitochondrien. Die stammen also hier von einer Zelle ab, die diese Endosymbiose gemacht hat. Im Laufe der weiteren Evolution ist dann der Effekt, hat ein zweites Mal stattgefunden, der Prozess, und zwar mit einem Bakterium, das Photosynthese machen konnte. Die Bakterien waren die ersten, die die Fähigkeit entwickelt haben, die Energie des Sonnenlichtes nutzen zu können, also Photosynthese zu machen. Eine eukaryotische Zelle mit Mitochondrien hat ein zweites Mal eine Endosymbiose gemacht, ein freilebendes photosynthetisch aktives Bakterium aufgenommen, und davon leiten sich die heutigen Pflanzen ab. Aus dem grünen Bakterium wurden die Chloroplasten. Man könnte also auch sagen, die Pflanzen haben die Photosynthese nicht selbst erfunden, sondern sie sind eine kluge Allianz eingegangen im Laufe der Evolution. Sie haben sich hier diesen Untermieter, ließen sie einquartieren, der Photosynthese machen konnte, der wusste, wie das geht. Und aufgrund dessen konnten dann im weiteren Verlauf der Evolution die heute uns bekannten Pflanzen entstehen. Weshalb weiß man, dass das diese Zellorganellen einstmals freilebende Bakterien gewesen sind? Das ist ja nicht so ohne weiteres ersichtlich, zumindest nicht auf den ersten Blick. Wir
haben hier auf Seite 43 verschiedene unabhängige Beweise, die diese Endosymbiontentheorie stützen. Einer der stärksten Beweise ist, dass diese Mitochondrien und Chloroplasten, diese Zellorganellen, nach wie vor DNA enthalten. Diese DNA-Moleküle in den Mitochondrien und den Chloroplasten, das sind die Überbleibsel der Chromosomen der einstmals freilebenden Bakterien. Und auf diesen DNA-Molekülen hat es noch Gene drauf. Diese Gene sind wichtig, notwendig, damit die Mitochondrien und Chloroplasten funktionieren können, ihre Aufgaben erfüllen können. Wenn man sich diese Gene genauer anschaut, wir werden den Genaufbau noch anschauen im Verlauf des Semesters, dann sieht man, dass diese Gene, die da drauf sind, eine viel größere Ähnlichkeit haben mit den Genen der heute freilebenden Bakterien und eine sehr viel kleinere Ähnlichkeit besitzen mit den Genen im Zellkern der eukaryotischen Zelle. Also die Gene, die da hinzugekommen sind, die stammen von einstmals freilebenden Bakterien. Es gibt verschiedene weitere Hinweise, die sind hier auch aufgeführt. Da wir die Details, wie Zellen aufgebaut sind, wie Zellen funktionieren, noch nicht so besprochen haben, das kommt im Laufe des Semesters dazu, markieren wir sie im Moment einfach mal und können dann, wenn wir beispielsweise besprochen haben, wie Proteine erzeugt werden in einer Zelle, auch sehr gut nachvollziehen, was hier mit solchen Aussagen gemeint ist. Ich gehe zurück zu der Endosymbiose und der Entstehung der Mitochondrien, der Plastiden, ausgehend von einstmals freilebenden Bakterien, heute Zellorganellen. Habt ihr dazu noch Fragen, Dinge, die unklar geblieben sind? Wir sind fast am Ende angekommen. Das wäre also der Moment, die verbliebenen offenen Punkte noch zu klären. Die abschließende Frage der heutigen Veranstaltung lautet: Werde ich diese Notizen, die ich jetzt hier gemacht habe, auch auf Moodle draufladen? Die Antwort ist ja. Ich werde das jeweils dann tun, wenn ich einen Teil fertig mit euch besprochen habe. Den ersten Teil, den haben wir heute besprochen, den werde ich also hoffentlich diese Woche, wahrscheinlich am Freitag, morgen bin ich sehr stark beschäftigt, aber am Freitag hochladen. Dann Teil 2, dort sind wir mehrere Wochen damit unterwegs. Dort werde ich dann erst ganz am Ende, wenn ich quasi alles vollgeschrieben habe, das PDF auch hochladen. Damit haben wir das Ende der ersten Doppellektion erreicht. Mir hat es Spaß gemacht. Mir bleibt nur an der Stelle euch eine ganz schöne Woche zu wünschen. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag. Tschüss zusammen.